Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was ganz Besonderes. Denn ich habe letztens mal ein Video gesehen, wo jemand nur mit den Wünschen Dinge erledigt hat in Sims. Wie weit werden wir wohl damit kommen? Ich glaube, das nennt sich Only Whims Challenge. Hier haben wir schon unsere süße Simmin, die ich irgendwie mal gefunden habe in meiner Galerie. Und deswegen dachte ich, wir können sie einfach nehmen dafür. Es gewittert gerade, deswegen, reingehen darf sie dann schon. Gerade sind ihre Wünsche alleine sein und ein Objekt stehlen. Alleine sein kriegen wir, glaube ich, hin. Wie lange muss sie alleine sein, damit das zählt? Ah, da haben wir es schon. Schön. Und sie möchte 8 Stunden auf dem Grundstück bleiben. Na gut, wir machen nur das, was sie will. Ich klicke ansonsten nichts an, außer wenn sie halt eben einen Wunsch hat. Ein Objekt stehlen finde ich an sich gut, aber sie möchte ja auch hier bleiben. Deswegen kümmern wir uns erstmal darum. Willkommen in der Nachbarschaft. Das ist auch ihre Entscheidung, ob sie sich mit denen unterhalten möchte. Auch möchte sie sogar. Sehr nett auf jeden Fall. Sie ist übrigens kleptomanisch, nicht kokett und Einzelgängerin. Vielleicht nächstes Mal. Wir haben doch miteinander geredet, was? Oh, mit Joffrey freundet sie sich anscheinend auch schon direkt an. Jetzt hat sie im Regen gespielt. Also sie hat gerade auf jeden Fall eine Menge Spaß in ihrem Leben. 8 Stunden sind sehr lange. Sie muss so langsam mal pieseln, aber wir dürfen halt nicht aufs Klo drücken. Das muss sie entweder selber entscheiden oder sie muss eben diesen Wunsch hier haben. Aber sie geht schon von alleine aufs Klo. Dann ist ja alles tutti. Okay, sie redet jedes Mal mit den Leuten, die bei ihr vorbeikommen. Ist auch interessant. Aber die werden trotzdem hier nicht angezeigt. Wild. Okay, sie hat die 8 Stunden überlebt. Sie möchte jetzt mit Dolly plaudern. Wir können ja... Ich weiß nicht, wo lebt die? Die lebt wahrscheinlich unsere Nachbarin, ne? War da nicht irgendwas? Nachbarin. Vielleicht besuchen wir die und beklauen die. Dann können wir mit Dolly reden und sie beklauen. Ah, gefunden. Ja, guten Tag. Ja, einbrechen müssen wir jetzt auch nicht. Übertreib's mal nicht. Wo ist die denn? Sag doch Hallo. Sie möchte ja mit ihr reden. Okay, cool. Jetzt möchte sie Freunde werden mit Dolly. Wir wollen sie aber auch beklauen, ne? Also vergiss das mal nicht. Ob wir jetzt direkt Freunde werden können, weiß ich nicht. Okay, sie hat gerade keine Lust. Deswegen klauen wir einfach irgendwas. Wie wär's denn mit einer Lampe einfach? Sollte am wenigsten auffallen, oder? Vom Nervenkitzel des Stehlens schwärmen. Perfekt. Sehr schön, dann können wir wenigstens ihre Sachen hier so ein bisschen abschließen. Lieben wir. Sie möchte ein Body-Shaping-Training absolvieren. Ja, wenn wir schon hier sind, dann geht's nicht. Okay, schade. Dann müssen wir das wohl zu Hause machen. Vielleicht freunden wir uns noch schnell mit ihr an, wenn das hier klappt. Ihr dürft euch auch gerne jetzt mal langsam anfreunden. Oh, sie haben sich angefreundet, cool. Freundschaft schließen, schon wieder? Nee, wir machen jetzt zu Hause unser Body-Shaping-Ding. An dem kleinen Fernseher. Das wird Spaß machen. Hier ist nicht genug Platz. Kein Problem, dann machen wir mehr Platz. Jetzt habe ich hier Platz gemacht und sie geht hier hin. Ihr Ernst? Oh, sie hat langsam Hunger. Cool. Und sie möchte schon wieder was klauen. Dann soll sie sich doch einen Gartensalat machen. Ich bin ja auch gespannt, wie viele Zufriedenheitspunkte sie am Ende haben wird. Sie wünscht sich zu schlafen. Slay. Oh, das ist ein Erdbebengrundstück, oder? Ah, ja, ist es. Mit Jay plaudern. Ja, ne? Sie möchte eh eine Freundschaft schließen, dann gehen wir halt nochmal rüber. Um 7:30. Oh, und sie möchte endlich mal pinkeln. Sehr schön. Sie möchte aber auch alleine sein. Also die Sachen, die spielen schon wieder gut miteinander zusammen. Dann soll sie lieber nach Hause gehen. Freundschaft schließen kann sie auch immer noch. Oh, sie wollte baden gehen. Vielleicht nicht schlecht. Sie will immer vom Nervenkitzel des Stehlens schwärmen. Vielleicht kommt ja gleich nochmal jemand vorbei. Oder wir rufen Jay ein. Ja, wir rufen ihn an und laden ihn ein, wollte ich sagen. Dann können wir auch Freunde werden vielleicht. Sie möchte schon wieder ein Objekt stehlen. Gibt es nicht Merkmale, dass das schneller geht mit Freundschaft und so? Ich glaube nicht. Schade, Marmelade. Sie ist ein Snob. Okay, wir nehmen alles an. Kann ich es nachvollziehen? Nö. Aber heute geht es nur um meinen Sim. Sind wir jetzt mal befreundet? Mit jemandem plaudern. Ja, da sind wir ja bei. 8 Stunden auf dem Grundstück bleiben. Easy. Sie holt sich auch schon selber was zu essen, Slay. Oh, sie macht ein Nickerchen. Ihre Wünsche haben sich aber nicht verändert. Sie legt sich immer für ein Nickerchen hin, ne? Richtig schlafen ist hier nicht. Au, sie hat neue Wünsche. Okay, sie möchte nur ein Objekt stehlen. Gerade. Ich weiß nicht, ob man an öffentlichen Grundstücken klauen kann. Ah, müsste man eigentlich, oder? Sie hat Angst im Dunkeln. Hm. Und sie möchte am Spiegel Rede üben. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es ein öffentliches Grundstück ist, aber man kann ja, glaube ich, nichts stehlen. Vielleicht liegt es auch an ihrer Fähigkeit. Wir besuchen einfach andere Menschen. Hallo, ich bin ja nicht eingebrochen. Ah, okay. Also bei denen kann ich auf jeden Fall Sachen stehlen. Das finde ich gut. So, wenn du schon hier oben bist, dann stiehl doch einfach mal dieses Roboter-Dingsi. Oh cool, sie hat eine höhere Fähigkeit bekommen. Möchte mit Dolly in die Sterne gucken. Wir gehen also nach Hause. Und jetzt kann sie eine Rede üben. Sie will schon wieder Freundschaft schließen. Das Bestreben ist jetzt nicht hilfreich. Es ist nämlich sehr anstrengend. Aber naja. Ihre Bedürfnisse sind wichtig. Sie steht schon die ganze Nacht vorm Spiegel, aber sie möchte auch nichts anderes machen, also... Ich lasse ihr ihre Entscheidung. Sie macht einen Nap. Gute Idee.
Und sie kocht sogar. Auf dem Boden sitzt sie und sie hat nichts gegessen und okay, ihre Entscheidung. Aber sie kann ja mal Dolly einladen, weil sie möchte ja mit ihr in die Sterne gucken eigentlich. Sie fragt, ob in die Wolken schauen, ob das auch zählt. Wir probieren es mal. Ah ja, zählt auch. Und sie möchte freundlich zu ihr sein. Das kriegen wir doch hin. Dann muss sie aber mit ihr reden. Girl, los geht's. Sie möchte nicht mit ihr reden. Das ist gemein. Das ist doch dein Wunsch. Dann rede auch mit ihr. Sie möchte schon wieder über den Nervenkitzel des Stehlens reden. Also sie macht es auf jeden Fall nicht unoffensichtlich, dass sie ein Kleptoman ist. Und sie wünscht sich zu schlafen. Ist vielleicht auch mal eine Idee. Ich glaube, sie wird zu einer Nachteule mutieren. Oh, schon wieder ein Erdbeben. Sie möchte alleine sein und einen höheren Level der Charisma-Fähigkeit erreichen. Damit lässt sich doch arbeiten. Am Spiegel Rede üben. Macht sie doch gerade. Aber sie möchte auch auf Klo jemanden kritisieren. Okay, easy peasy. Und sie würde gerne baden. Mit jemandem plaudern, süß. Aber sie möchte auch alleine sein. Sie ist alleine. Warum wird das nicht erfüllt? Um 3 Uhr nachts werden wir wohl kaum jemanden treffen. Deswegen kocht sie jetzt. Hallo, Vlad. Wir wollen mit jemandem plaudern. Und da du jetzt schon hier bist, cool. Wir wollen freundlich zu ihm sein. Ich weiß nicht, ob Vlad jetzt so der gute Einfluss ist, aber klar. Sie möchte ein Getränk in der Lounge trinken. Ja, dann let's go. Wir bestellen einfach das Lieblingsgetränk. Oh, die Lotterie. Man kann ja mal teilnehmen. Was ist ihr Lieblingsgetränk? Zuckerzunder. Alter, 75 Punkte, nur weil sie einmal ein Getränk getrunken hat. Musik hören. Zuhören. Irgendwie zählt das nicht. Naja. Ah, jetzt. Sie hat sich noch ein Getränk geholt und gönnt sich ja sonst nichts. Okay, und jetzt besuchen wir anscheinend nochmal Dolly. Warum sitzt sie ja nicht immer vorm Fernseher? So, und wir sollen schelmisch sein. Dann machen wir... Wir legen sie mit dem Handschocker rein. Yay. Und sie würde draußen bei Nacht selbstsicher sein. Das kann ich dir jetzt nicht versprechen. Sie räumt auf. Wow. Sie möchte in einer gut dekorierten Umgebung sich aufhalten. Umgebung 4. Ist das jetzt hübsch genug für dich? Scheinbar noch nicht. Aber sie findet es zumindest nicht mehr langweilig. Und sie würde gerne Barock hören. Aber ich glaube, wir haben kein Radio, oder? Aber wir haben Kopfhörer. Aber das zählt anscheinend nicht. So, jetzt. Klappt das jetzt? Ja. Sie möchte schon wieder 8 Stunden hier sein. Kein Problem. Gute Nacht. Aber ihr geht's echt super. Sie ist halt nachts wach, das ist ein bisschen wild. Aber damit kommen wir klar, oder? Sie möchte schon wieder eine Rede üben. Sie ist selbstsicher. Warte, geh raus. Oh nee, das hat sie jetzt auch nicht mehr. Jetzt will sie schon wieder mit jemandem reden, aber es ist halt mitten in der Nacht. Jetzt kommt das wieder, wo meine Selbstsicherheit weg ist. Um 7 Uhr kann man schon mal seine Freunde einladen, oder? Also immerhin, das funktioniert, hä? Also eine Freundschaft pflegen klappt anscheinend gut. Sie würde schon wieder gern in eine Lounge gehen, aber sie möchte auch alleine sein. Also entscheiden kann sie sich auch nicht. Wir haben nicht im Lotto gewonnen. Julia Wright? Ah nee, ich habe gerade kurz gedacht, dass es ein Promi gewesen wäre, aber weil das wäre sehr assi gewesen. Sie möchte schlafen. Mitten am Tag, naja. Gibt Schlimmeres in der Welt. Ich glaube, an der Stelle können wir dann das Ganze auch erstmal beenden, dieses Projekt oder was auch immer. Was lässt sich sagen? Die Wünsche wiederholen sich sehr schnell. Die Wünsche sind oft ganz schön widersprüchlich. Also das System ist irgendwie nicht so ganz ausgereift. Aber ich glaube, wenn man mal so ein bisschen auf die Wünsche hört, was ich ja in meinem Gameplay auch immer versuche, auf die Wünsche zu achten, dann ist es schon in Ordnung. Aber wenn man halt wirklich hauptsächlich sich darauf fokussiert, dann ist es schon weird. Also in Sims 3 habe ich hauptsächlich mit den Wünschen gearbeitet, wenn ich gespielt habe, in Sims 2 ebenso. Deswegen ist es halt so ein bisschen weird, wenn das halt hier so lächerliche Sachen sind. Man muss halt ein bisschen mehr Fantasie da reinstecken. Ansonsten hat es aber trotzdem Spaß gemacht. Was haltet ihr davon? Habt ihr das schon mal versucht? Ich hoffe, dass euch das Video soweit gefallen hat. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!